Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Die Forscher des grünen Friedens, die haben sich aktuell eine hochinteressante Aufgabe vorgenommen. Sie wollen im System Shady, da sind sie auf uralte Drohnen gestoßen, einer offenbar sehr alten, intelligenten Lebensform, die möglicherweise nicht mehr existiert. Und das wollen wir näher untersuchen, und zwar auf robuste Art und Weise. Und das damit schlagen wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Erstens, wir können unserem Forscherdrang nachgehen und die Dinge untersuchen, schauen, was hat es denn wirklich mit intelligenten Wesen im Weltall auf sich. Bisher sind wir auf, na sagen wir, irgendwie niedere Wesen gestoßen, aber noch nicht so ähnliche wie wir. Insofern ist das Interesse besonders groß. Das zweite ist, wir können gleich mal den Weltraumschrott dort entsorgen. Und das dritte ist, wir können unsere Waffensysteme mal austesten, denn wir müssen vermutlich gegen die kämpfen. Und das habe ich mal zum Anlass genommen und habe mir nochmal im Schiffsdesigner unsere Korvetten vorgenommen. Ich habe übrigens jetzt mal alle Schiffstypen hier, Klassen, umbenannt. Und zwar diese, ich sag mal, zivilen Schiffe nach den ersten Schiffen, die quasi in ihrer Baureihe gebaut wurden. Also das ist jetzt die Herakles-Klasse, die Elysion-Klasse und die Ikaros-Klasse. Und die Korvette, die habe ich jetzt Ares-Klasse genannt. Ich denke, wir werden die zukünftigen Schiffe immer weiter, immer dann alphabetisch B, C, A, B, C, D, E und so weiter benennen. Also es steigt dann auf. Dann haben wir gleich eine gewisse Übersicht, was die stärkeren und besseren Schiffe sind. Und hier habe ich mir das ein bisschen genauer mal angeguckt. Nochmal. Erstmal ist es ja echt toll, wie es gemacht wurde, dass man hier die einzelnen Elemente, die man hinzufügt, sehr schön sieht. Aber man kann noch verschiedene Rümpfe auswählen. Das hatte ich das letzte Mal noch gar nicht gezeigt. Und der Standardrumpf war dieser Abfangrumpf. Das heißt, drei kleine Waffenslots und fünf kleine Zubehörslots. Es gibt noch einen Wandelrumpf. Der ist jetzt für den Kampf, für ein Kampfschiff vielleicht nicht ganz so toll. Aber da kann man ganz viele Zubehörslots einbauen und einen Waffenslot. Also man kann zwei mittlere Zubehörslots einbauen, um genauer zu sein. Das ermöglicht also besondere Geschichten dort noch. Und es gibt den Angriffsrumpf. Da gibt es die Möglichkeit, nicht drei kleine, sondern ein kleines und einen mittleren Slot einzubauen. Und da habe ich mal ein bisschen rumprobiert. Und es ist tatsächlich minimal effizienter, also einen kleinen roten Laser und einen mittleren roten Laser einzubauen. Also ich sage es mal, der Schaden ist anstatt 4,92 jetzt 4,94. Aber warum nicht es so optimieren oder so machen? Deswegen habe ich das jetzt so eingerichtet. Und wir können jetzt, das ist ganz komfortabel, wir können jetzt unsere vorhandenen Schiffe gleich mal verbessern. Und es kostet sogar gar nichts, weil das wahrscheinlich nur so eine absolut minimale Verbesserung ist. Aber sie sollen da gleich mal hinfliegen und die Sache ausrüsten oder umrüsten, besser gesagt. Okay, dann können wir, glaube ich, weitermachen. Negative Bilanz, die kennen wir. Wir müssen jetzt ein bisschen Geld sparen oder Energie sparen. Nee, vor allem Mineralien sparen. Denn wir müssen unsere Flotte aufrüsten. Also ich meine mich zu erinnern, die waren gar nicht so schwach, diese Drohnen, gegen die wir da zu kämpfen hatten. Jetzt ist ein Gebäude auf der Erde fertig. Lass uns kurz reinschauen, was das ist. Ach so, das ist jetzt hier das schöne Forschungslabor. Okay, langsam kommen wir hier ein bisschen aus dem Puschen mit der Forschung. Alles klar, ich erinnere mich wieder. Ja, genau. Und ich glaube, wir sollten auch wirklich auf Nummer Sicherheit, Nummer sicher gehen. Unsere Forscher sind, glaube ich, da auch solche Typen, die jetzt hier nichts riskieren werden. Und ich denke, wir sollten hier also deutlich überlegen. Also ich denke, sechs Schiffe sollten wir schon haben. So, wir werden ihn mal hier beordern, jetzt mal hier hochzufliegen. Mal gucken, was da ist. Und was ist jetzt los? Jetzt haben wir irgendeine Zivilisation getroffen. Oh mein Gott, das ist ja jetzt wirklich ein historischer Moment. Wir haben auf Peter Mock die Gegenwart einer primitiven, eine primitive Elend-Zivilisation entdeckt. Sie haben das Äquivalent einer Eisenzeit erreicht und sind in zahlreiche kümmerliche König- und Kaiserreiche unterteilt. Ihre Spezies hat sich fast auf der gesamten Oberfläche des Planeten ausgebreitet. Wir sollten den Bau eines Beobachtungspostens über ihre Welt in Betracht ziehen,
um sie eingehender zu studieren. Wo sind wir denn? Hier. Oha, schaut euch das mal an. Sehr schön. Eine Eisenzeit-Zivilisation. Ja, also das ist ja Wahnsinn. Das sind ja wirklich jetzt das ist ja so mit die erste echte Zivilisation, die unsergleicht, die wir jetzt hier entdeckt haben. Und das gleich in unserer Nachbarschaft. Im Nachbarsonnensystem. Es ist unfassbar. Interessant auf jeden Fall, aber wie machen wir das mit diesem Forschungsding? Ach, wahrscheinlich schickt man dann einfach so einen vermutlich baut man einfach eine Forschungsstation und die überwacht die denn oder kontrolliert oder beobachtet die, besser gesagt. Oder können wir hier noch eine besondere Forschung? Nee, wir könnten in den Orbit einfliegen, aber ich glaube, das ist nicht das Gemeinte. Okay, das müssen wir uns irgendwie merken. Das ist natürlich auch noch eine interessante Sache. Da können wir uns langfristig überlegen, wie wir mit denen umgehen. Ob wir da vielleicht eingreifen würden? Würde das der grüne Frieden tun? Wahrscheinlich nur, wenn er merkt, dass die Menschen dort ihre Lebensgrundlage zerstören, denn das ist ja unser großes Thema. Aber nicht einfach so. Ich denke nicht. So. Was übrigens auch noch interessant ist, wie ich finde, ich halte mal, was ich auch interessant finde, wie eigentlich dieser grüne Bereich hier entsteht. Meine momentane Arbeitsthese, also das ist sozusagen ja der direkte Einflussbereich unserer Zivilisation und der bestimmt auch, ob wir dort irgendwo zum Beispiel Bergbaustationen an die Planeten stellen können oder um die Planeten kreisen lassen können. Zum Beispiel in Tystra wäre sehr interessant, das zu tun. Wir müssten derzeit hier so einen Außenposten dort bauen. Das ist nämlich auch eine Raumstation. Die würde unser Gebiet erweitern. Aber es ist so nah an unserem Gebiet, dass ich hoffe, dass es bald dorthin reicht. Und ich glaube, es hat was mit der Bevölkerung zu tun, die hier lebt. Sicher bin ich mir aber nicht. Also meine These ist, dass mit jedem Bevölkerungspop, sage ich jetzt mal, der Kreis weiter steigt. Das würde ein Indiz dafür, dass Alpha Centauri gewissermaßen hier einen recht kleinen Kreis hat, weil dort ja noch kaum Menschen leben. Also das ist zumindest meine These derzeit. Müssen wir ein bisschen beobachten, das Ganze. So, jetzt ist die Regulatorenflotte verbessert worden und im Raumhafen wurde auch gebaut. Genau. Gehen wir mal kurz gucken. Können wir eigentlich schon, ich habe schon wieder vergessen. Nee, können wir leider noch nicht. Die 78 brauchen wir immer. Okay. Das haben wir in 2 Monaten immerhin dabei. Zusammen. Was ist hier schon wieder? Gasgrazers, alles klar. Die Weltraumwale, die sind hier hingeflogen, habe ich gesehen. Gut, ja, es gäbe ja so viel derzeit, oder gleichzeitig gibt es ja zu tun. Sehr faszinierend. Kristallwesen. Okay. Den Bericht, ach, das war ja diese letzte Alienrasse, die wir jetzt untersucht haben. Den Berichten über merkwürdige, freischwebende, kristallartige Objekte aus manchen Systemen ist nachgegangen worden. Anfangs erschienen diese schiffsgroßen Objekte und ihre etwas kleineren, aber ebenfalls kristallartigen Satelliten noch inaktiv. Ihre Ausrichtung auf unsere Schiffe und die Messung neuer Energiesignaturen aus dem Inneren der Prismen aber deuten darauf hin, dass sie als gefährlich eingestuft werden und wir uns ihnen mit Vorsicht nähern sollten. Das Studium eines zersplitterten Kristalls würde zweifelsohne zu interessanten Resultaten führen, selbst wenn wir für sie keinen militärischen Nutzen finden sollten. Nein, wir werden natürlich nicht aggressiv wie immer vorgehen gegen diese Lebewesen. Unser Respekt ist zu groß. Wir werden wieder aus der Ferne die studieren. Also wie gesagt, bei den Drohnen war das ein bisschen anders, aber hier machen wir das so. Kristallwesenbeobachtung wird erforscht. So, die anderen Forschungsschiffe sind schon fleißig dabei. Und wir haben eine neue Forschung abgeschlossen. Orbital-Hydrokulturfarm sind uns jetzt möglich. Die Herausforderungen bei der Kultivierung von Felsfrüchten in der Schwerelosigkeit sind ziemlich einzigartig, aber nicht unüberwindbar. Bringt mehr Nahrung. Ach so, das sind Orbital-Hydrokulturfarmen. Okay. Wie baut man die denn?
Bauen wir die jetzt? Na, wir machen erstmal eine neue Forschung, auch über unser Konstruktionsschiff. Wir werden sehen. Sophia Gomez braucht etwas Neues. Oh ja, jetzt ist es so, das ist ganz interessant. Wir haben ja Alpha Centauri, wir haben ja jetzt Elysion besiedelt. Und wir werden, noch ist es nicht so weit, aber wir werden, ja, ich weiß, dass ich eine Forschung auswählen muss. Wir werden dort auch auf Geländefelder treffen oder auf Bereiche auf diesem Planeten treffen, die von uns nicht zu besiedeln sind. So, und jetzt können wir hier durch Sozialforschung das lernen. Ist ein bisschen blöd jetzt, weil wir natürlich noch nicht wissen, was dort... Ah doch, ich erinnere mich. Natürlich wissen wir das. Hier ist ja die Oberfläche. Ihr habt es ja auch schon gesehen. Ich spinne mal wieder rum. Und ihr seht, es sind hier in unserer direkten Umgebung sind Seetang, Dschungel, Tierwelt und Vulkane. Also es ist eigentlich ziemlich egal, womit wir anfangen. Jetzt könnte man zu Recht sagen, wir als Grüner Frieden können doch nicht hier Flora und Fauna dieses neuen Planetens einfach beseitigen. Das ist im Prinzip richtig, aber ich stelle mir das so vor und das lasst uns das bitte so interpretieren, weil es ja auch Forschung bedeutet oder erfordert, dass wir quasi eine schonende Art und Weise erforschen, wie wir mit der Tierwelt und mit der Flora hier leben können. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig, wenn man sich jetzt so eine Hausregel setzt, dass wir das alles nicht wegnehmen können. Also so ist mein Gedanke jetzt dabei. So stelle ich mir das vor. Das ist jetzt also Sinn dieser Forschung. Wir wollen jetzt lernen, wie wir, ja, ich sag mal, schonend eingreifen können und zum Beispiel, machen wir das mal, giftigen Seetang beseitigen können. Gut, okay. Wir haben aber auch schon wieder 91, aber ich kann, ja, wollen wir das jetzt bauen? Wir bauen es gleich weiter. Ich will ja, wie gesagt, noch weitere Schiffe bauen. Wir machen jetzt nochmal eine Korvette der Ares-Klasse und dann noch eine. Dann sind wir, glaube ich, auf Nummer sicher und können es wagen, hier nach Shetty zu fliegen und dort mal gegen die Drohnen vorzugehen. System Survey complete. Okay, wir haben ein neues System. Oh, und ha, alles klar. Wir haben hier erstmalig Betarian-Stein entdeckt. Und das ist natürlich hochinteressant. Und das in diesem System auch noch, wo diese Eisenzeit-Primitiven leben, die Uva Xavani. Okay, das wird ja immer interessanter hier. Ich denke, das ist ein Bereich, den wir uns unbedingt sichern sollten. Aber auch hier könnte unser grüner Einflussbereich bald hinragen. So dass wir hier nicht unbedingt einen Außenposten konstruieren müssten, wenn wir noch ein bisschen warten. Das müssen wir noch mal beobachten. Ich bin mir wirklich da nicht so ganz sicher, wie das ist. Ob wir wirklich hier gewachsen sind, müsste ich mir noch mal meine ersten Aufnahmen angucken. Ach Mensch. Na gut, auf jeden Fall faszinierend. Wir haben diesen besonderen Rohstoff entdeckt. Das war ja auch noch eine Frage, die so ein bisschen offen war. Okay, dann machen wir, denke ich mal, hier weiter und arbeiten uns hier so ein bisschen vor, um vielleicht mal irgendwann mal hier hinzukommen. Denn das ist für uns ein wichtiges Forschungsprojekt. Da will ich auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Vielleicht machen wir ein bisschen langsamer und lassen weiterfahren. Aber was ist denn nun schon wieder los? Wir haben auf Pandok Mok, das muss hier oben sein, Krimdor, die Gegenwart einer Präraumfahrtzivilisation von Aliens entdeckt. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie sich die Atomkraft nutzbar gemacht haben und in ihren vielen uneinigen Nationalstaaten könnte es zahlreiche Atomwaffen geben. Ach Gott, die Wahrscheinlichkeit eines selbst zugefügten Aussterbeereignisses ist groß. Wir sollten den Bau eines Beobachtungspostens über ihre Welt in Betracht ziehen, um sie eingehender zu studieren. Leute, also ich glaube, hier ist jetzt unsere wirkliche Initiative gefragt. Hier droht einer Zivilisation das gleiche Schicksal, wie es auf unserer Erde sich vollzogen hat. Und nur der grüne Frieden konnte ja da helfend eingreifen und das Schlimmste noch gerade so verhindern. Und jetzt ist das hier bei der Japati-Zivilisation auch möglicherweise der Fall. Wahnsinn! Lass uns das mal anschauen. Wo sind denn die? Die sind im Atomzeitalter hier auf Pandok Mok. Da sieht man es leuchten. Faszinierend. Also, liebe Leute, ich glaube... Ach, verdammt, wir können... Wie ist denn das mit der... Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Erstmal... hier ist nichts. Beobachtungsposten. Ah, hahaha, so geht das. Ist ja gar nicht so teuer, das Ganze. 50 nur.
Allerdings eine Energie als monatlichen Unterhalt. Ich glaube, das hat absolute Priorität, oder? Das hat Priorität. Hier ist Gefahr in Verzug, heißt es doch immer so schön. Ich denke, wir werden hier mal sofort hinfliegen. Und wenn wir da sind, haben wir vielleicht die 50. Da muss erstmal die Geschichte mit den Drohnen mal kurz warten. Sondern das geht nun absolut vor. Das müssen wir beobachten, was da los ist. Aber Alpha Centauri, da ist es soweit. Wir haben Elysion besiedelt und jetzt müssten wir auch als nächstes einen Raumhafen wiederum bauen. 360 kostet das. Oh Mann. Ja. Das wäre schon nicht schlecht, aber ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik, hat vielleicht nicht so unmittelbar wichtige Funktion. Aber wir brauchen unbedingt einen weiteren Gouverneur. Das erscheint mir jetzt wichtig zu sein. Wen nehmen wir da? Wir nehmen entweder, nee, den brauchen wir nicht. Wir nehmen, oh, jemanden, der architektonisches Interesse hat. Kurt Richter. Das wäre doch mal. Es klingt wie so ein Architekt schon. Baugeschwindigkeit oder Sklavereibonus. Nee, ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Kurt Richter, du bist unser Mann. Wir rekrutieren dich. Und du wirst Gouverneur auf Elysion. Ach Gott, wir können hier schon wieder so viel machen. Aber wir haben nicht das Potenzial dazu. Beziehungsweise besser gesagt die Mineralien. Müssen wir alles ein bisschen hinten anstellen, denn zuerst müssen wir diese Zivilisation dort retten. Okay. Elysion ist aufgebaut. Hier, das hatten wir schon. Die fliegt schon weiter. Das ist alles gut so. Und unser hier in Ehrenkrimdor. Ach so, er ist noch weiter am Erforschen. Das ist auch soweit okay. Sehr schön. Und wir haben schon wieder eine feindliche Flotte. Was ist diesmal? Das sind wieder diese kristallinen Wesen und du wirst jetzt zurückfliegen. Na gut. Dann wirst du das tun. Wir schicken dich dann wohl als nächstes nach Karos. Und wir haben die Kristallwesen jetzt zu Ende erforscht, in Anführungsstrichen, aus der Ferne. Die Kristallwesen, ein Name, der einen Kompromiss zwischen rivalisierenden Fraktionen von Xenobiologen und Xenogeologen auf der Erde darstellt, sind wahrscheinlich lebendig. Eine frühere und vielleicht aussagekräftigere Bezeichnung für sie lautete belebte Silikatmaterie, denn sie haben mit biologischem Leben kaum etwas gemeinsam. Sie sind Einzelwesen und einzelne Kristallsouveräne werden kaum mit mehr als einem Wächter und einem kleineren Kohortenwesen gesehen. Abgesehen davon, dass die Kohorte und der Wächter dem Souverän der Gruppe eindeutig untergeordnet sind, verstehen wir die feinen Nuancen der sozial-hierarchischen Beziehung der Kristallwesen nicht. Die Wesen scheinen sich nicht zu paaren und bisher konnten wir keine Kristalle beobachten, die erkennbar älter oder jünger als andere sind. Im Gegensatz zu einer frühen Hypothese scheinen die verschiedenen Farbtöne individueller Kristallwesen nicht mit ihrem Alter, sondern mit ihrer latenten inneren Spannung zusammenzuhängen, die sie bei Bedarf blitzartig freisetzen können. Es scheint außerdem so, als würden die sporadischen Fluktuationen dieser Ladung die lichtbrechenden Eigenschaften des Kristalls verändern. Hochinteressant. Jetzt können wir. Oh. Wir haben einen Modifikator Kristallsonar. Wir können 30 Energie für die sofortige Erkundung jedes Kristallwesensystems okay, ausgeben, in das sie hineinfliegen. Was ist denn ein Kristallwesensystem? Ist das ein System, wo die leben? Dann können wir 30 ausgeben und haben es sofort erkundet. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Interessant, also es ist ja wirklich hochinteressant. Aber unsere Schiffe, die hauen ja immer sofort ab, wenn sie auf Kristallwesen treffen. Sind das diese Kristallwesen? Ich glaube ja, ne? Und wie kann ich das jetzt ausgeben? Das ist mir nicht ganz klar, wie das möglich sein soll. Schauen wir mal hier. Hier haben wir, erkennen wir nichts. Hier bei der Technologie sehe ich derzeit eigentlich auch nichts. Ach, hier sind unsere Zivilisationen, zu denen wir Kontakt. Ach, jetzt sehen wir sogar, wie die aussehen. Sehr hochinteressant.
Das sind diese Primitiven, die in der Eisenzeit sind, und das ist die Japati-Zivilisation, die wir jetzt unbedingt retten müssen. Faszinierend. Fanatisch, militaristisch und individualistisch. Ja, das ist klar, dass sie sich dann zerstören werden. Also ich hoffe, wir können da noch ein bisschen mehr eingreifen. und sie auf ein bisschen anderen Trip bringen. Okay, viele interessante Geheimnisse, die vor uns liegen. Viele Dinge, die noch zu erkunden sind. Wir machen erstmal Schluss. Ich weiß gar nicht, wo wir als nächstes anpacken müssen. Aber so muss es sein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.